Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Harimob. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum denn schon wieder so ein Video außer der Reihe? Er hat doch gesagt, nur einmal im Monat. Ja, das liegt daran, Hauptvideos, das heißt Sketche und Kurzfilme, kommen weiterhin immer am Anfang des Monats, erster Sonntag im Monat. Aber unregelmäßig dazwischen kommen halt auch mal so kleine Vlogs oder Kommentare-Videos. Und dann würde ich sagen, habe ich genug geschnurrt, wir fangen an mit euren Kommentaren. Julian Michels schreibt zu dem 300 Abonnenten Special von mir: Im Vergleich zu YouTube sind 300 Abonnenten nichts. Freue mich trotzdem, dass du so weit gekommen bist. Was heißt schon im Vergleich zu YouTube? Du meinst wahrscheinlich eher im Vergleich zu anderen YouTubern. Oder außerdem, ja, das ist im Vergleich zu anderen YouTubern natürlich nicht viel ist, das ist mir schon klar. Aber 300 Menschen musst du dir trotzdem auf einem Haufen mal vorstellen. Das ist eine ganze Menge und das ist auch das, was mir in letzter Zeit so bei den Leuten so aufgefallen ist und was ich irgendwie nicht so wirklich cool finde. Dadurch, dass es so viele YouTuber gibt, die hunderte tausende Abonnenten haben oder sogar Millionen Abonnenten, sind 300 Abonnenten auf einmal nichts mehr. Aber als YouTube noch neu war und es nicht so viele Leute gab, die hunderte tausende Abonnenten hatten, waren 300 Abonnenten die Hölle und die wurden abgefeiert. Dadurch, dass es so viele gibt, die so viele mehr haben, merken die Leute nicht mal mehr, dass die kleineren Zahlen eigentlich auch groß sind. Klar, ich will natürlich nicht bestreiten, dass 300 Abonnenten viel weniger sind als 100.000, aber 300 Menschen, das muss man echt auf einem Haufen vorstellen, das ist eine ganze Menge. Dann schreibt Israku 1111: Mach mal eine Ant-Man-Parodie, kann man gut mit dem Greenscreen machen. Ja, das wäre doch eine endgute Idee. Dann ohne Scheiß, sowas ähnliches ist sogar in Planung für so ein großes Projekt. Das ist jetzt zwar nicht explizit als Ant-Man-Parodie gedacht, aber es ist sowas ähnliches, also könnt ihr trotzdem gespannt sein. Was benutzt du für ein Schnittprogramm? Ich glaube, das habe ich schon ungefähr 100.000 Mal gesagt, aber damit es auch noch zu den letzten Menschen durchsickert: Ich benutze Magix Video Deluxe 2014. Ja. BaseTV schreibt: Ich mag die Story nicht und die Soundqualität. Ja, die Soundqualität, die ist in letzter Zeit echt nicht so gut, weil ungefähr bei den letzten 20.000 Videos mein Mikrofon ausgesetzt ist, weil da eins von diesen Adapterkabeln meiner Meinung nach, glaube ich, kaputt ist. Also zumindest funktioniert es nicht mehr. Es nimmt mit Mikrofon nicht mehr auf. Und ich habe da schon mehrere Tests durchgeführt, woran das liegen könnte. Und bin zu dem Schluss gekommen, dass es wahrscheinlich an einem von diesen Kabeln liegt. Aber ich bin mir eben noch nicht sicher und deswegen muss ich das noch mir sicher sein. Und dann muss ich mir noch ein neues Kabel kaufen und dann kann ich es wieder benutzen. Und dann funktioniert auch der Ton wieder gescheit. Ja. FQTV schreibt zu meiner Meinung Video Days: Fotos im Hintergrund wären schön gewesen, hattest du keine Kamera mit? Ja, ich hatte keine Kamera mit, ich hatte nur mein Handy mit und damit habe ich ein paar Fotos von der Menge versucht zu machen, allerdings sind die alle total verbacken und verschwommen, man hat quasi nichts erkannt. Ja, und dann hatte ich halt noch die Fotos oder Selfies halt mit den YouTubern, aber die hatten eigentlich nichts mit dem Thema zu tun und deswegen habe ich die eigentlich nicht reingenommen, weil in dem Video ging es ja eigentlich nur darüber, um die Organisation von den Video Days beziehungsweise dem Community Day und dem Show Day und so. Und deswegen habe ich mir gedacht, das wäre ein bisschen unpassend gewesen. Und warum der Hintergrund überhaupt weiß war, das war vom Greenscreen hier, weil ich in letzter Zeit auch mein ganzes Filmequipment hier im Keller habe, wo auch der Greenscreen ist, weil ich da ja sehr viel mit experimentiert hatte und dann wollte ich das schnell mal machen und dann hatte ich keine Lust, es hoch zu meinem eigentlichen Hintergrund zu schleppen und ja, und dann hatte ich gerade keinen gescheiten Hintergrund zum Einfügen parat und dann habe ich halt einfach weiß gemacht, weil ich das auch ganz cool fand. Da schreibt Zukon HD auch wieder: Was ist denn mit dem Sound da los? Auch wieder zu dem gleichen Video, was der Typ da vorher geschrieben hat. Ja, da kann ich allerdings dazu sagen, dass du vielleicht das meintest mit dem, wo dieser eingeblendete Streich war, wo dann diese Aufstimme kommt mit dem, ja, du hast zwei Möglichkeiten, Brüderchen, mit dem, das habe ich da extra ein bisschen versucht zu verzerren, damit sich das ein bisschen so anhört, als würde es durch die Tür gehen, weil die Stimme kommt ja erstens aus dem Radio quasi raus und zweitens geht durch eine Tür durch, also wenn die Stimme normal gewesen wäre, wäre es doof. Vielleicht meintest du das, vielleicht meintest du aber auch das Knacken, das da ist, das ist einfach, weil das Mikrofon von der Kamera ein bisschen übersteuert ist und weil halt einfach mehrere Tonspuren übereinander im Schnittprogramm sind und damit kommt dann nicht so ganz klar dann. Das normale Mikrofon von mir, das kommt damit dann klar. Wie gesagt, das dauert einfach noch ein bisschen und dann, ich warte auch schon sehnsüchtig darauf, dass ich das endlich wieder benutzen kann. Müssen wir aber uns alle noch ein bisschen gedulden.
Ja, Leute, das war's auch schon wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen oder auch nicht. Schreibt mal gerne eure Kommentare oder Fragen in die Kommentare. Ich krieg sie ja noch alle, weil so viele Kommentare stehen unter meinen Videos ja noch nicht. Und dann würde ich sagen, war's das von mir. Man sieht sich. Ciao.